Passt auf. Ich habe folgenden Tweet verfasst. Vergessen, dass ich Twitter habe. Sorry. Ich wollte euch fragen, ob ihr mir ein Foto unter dem Hashtag meinsommer2021 hochladen könntet, was euren Sommer perfekt beschreibt. Also einfach euer bestes Foto von diesem Sommer. Schaue danach vorbei. Kuss. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin euch ehrlich, ich glaube, ich habe kein einziges Foto, was meinen Sommer sehr gut beschreibt. Wobei doch, ich müsste von Mykonos... Wahrscheinlich Mykonos, oder? Ich müsste von Mykonos ein paar Bilder haben, die es ein bisschen beschreiben. Dementsprechend, ja, schauen wir mal rein. Ich hoffe, dass ich keinen Bann kassiere. War mega, hatte das erste Mal alleine Urlaub gemacht, war mega entspannt und Wetter hat auch gepasst. War in Bayern, Österreich und in der Schweiz. Der Bruder war alleine unterwegs, finde ich wild. Ich glaube, ich war noch nie irgendwo alleine. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das so nice finden würde. Ich glaube, dafür müsste man auf jeden Fall der Typ sein. Ich hätte aber Schiss, dass mir langweilig wird. Wisst ihr, was ich meine? Und dass ich nach zwei Tagen sage, ja, ich fetze halt einfach wieder nach Hause, weil irgendwie so mäßig nichts geht. Aber okay, hier noch ein Bild von seinem Auto. In den Bergen. Freut mich auf jeden Fall, dass du einen schönen Sommer hattest. Ich glaube, alleine würde ich nirgendwo hingehen, ehrlich gesagt. I'm Erik, der Allerechte. Schön wandern mit Freunden in Südtirol. Eine Holzhütte bei Airbnb gemietet, war anders entspannend. Oder das glaube ich. Oha. Digga, das sieht echt übergeil aus. Alter, I'm Erik. Weisheit von Meister Ugwe. If her reverence rate, you should take the other hole instead. Danke für 2 Euro. Auf jeden Fall hier die Holzhütte. Sehr geil, auch mit der Lampe. Fühl ich auch generell die Optik. Oha, auf Dinger Panorama-Foto angelehnt, wandern gewesen. Ey, das sollte ich auch mal wieder machen. So raus in die Natur, in die Berge und einfach wandern. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur wandern gehen. Rucksack, irgendwas zum Snacken, ein Spezi oder so und dann wandern. War wunderschön, glaube ich, Erik. Sieht auch wirklich sehr schön aus. Oha. Jetzt noch hier auf der Wiese liegend und in 5 Jahren in der Meatery auf dem Steak-Teller von Lazzo. Fühl ich. Sieht aber auch sehr süß aus. Ein bisschen wie ein Plüschtier. Und hier nochmal ein letztes Foto von der Natur. Ja, es sieht schon sehr geil aus. Ne? Hier auch mit dem Wanderweg und allem drum und dran. Sehr entspannt. Meine Eltern gehen öfter so in der Nähe von Chiemsee wandern. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder hin. Da wollte ich ja eigentlich hin und dann ist mein Auto kaputt gegangen. Perfekt. So, David. Wollten eigentlich nicht Italien. Ach, wollten eigentlich nach Italien, wurde aber abgesagt. Deshalb ging es nach Rerik. War aber top Wetter, Wasser, nur halt arschkalt. Sieht ein bisschen aus wie wo ist es? Santa Monica Pier? Ein bisschen von der Optik. Könnte schon sein, oder? Danke für das Foto, David. Kuss und Gruß geht raus. Adriana schreibt, Strandurlaub in Albanien. Oha. Dann Corona bekommen und im Kosovo sitzen geblieben. 2 Wochen länger Urlaub. Erstmal, das Bild kennt man. Ich kann euch auch sagen, warum das Bild ein bisschen scuffed aussieht, wegen der Sonnencreme. So, man kennt es am Strand, immer das Handy dreckig. Hier sieht es schon besser aus. Schönes Foto. Sonnenuntergang von Blau ins Orange. Hinten der Horizont. Geil, auch die liegen. Finde ich auch cool. Und dann hat sie noch uns... Danke auch nochmal für das Bild vom Corona-Test. Das macht das Ganze auch beim Arbeitgeber glaubenswürdiger. Ist bei mir im Dorf der Weg für einen besseren Sommer 2022 mit der Hoffnung, dass Covid nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ja, Bruder, Dorfleben ist halt auch schon, hat auch schon was, ne? Das siehst du halt nicht in der Stadt. Vor allem nicht mit so einer Idylle noch im Hintergrund. Die Sonne scheint schön, es sieht überkrass grün aus. Holy shit. Sieht so aus, als ob da der Hobbit gedreht wurde, gefühlt. Das ist schon sehr nice. Mein Sommer 2021 war mit der Familie in Helgoland und es tat richtig gut, mal rauszukommen. Rechts ist mein Bruder. Oha, Bruder, auf entspannt. Richtig geile Wanderschuhe noch. Oder die Boys sind am Drippen, Mann. Die Boys sind wirklich am Drippen. Ich hatte noch richtig Glück irgendwie, so dass wir so den Urlaub auf Mykonos machen konnten. Natürlich Amar auch Corona erkrankt zurückgekommen, sonst niemand. Ich weiß nach wie vor nicht, wie das möglich war. Aber ja, ansonsten, wo war ich im Sommer? Ich glaube, das war so das Einzige und es war auch nur ein Saufgelager, ne? Ich glaube, das hier war jetzt kein Saufgelager, wobei kann auch sein, dass die gesoffen haben, aber nur idyllische Bilder. Also niemand. Ich habe mir gedacht, hier sind manche dabei, die schicken alles ein. Bis jetzt geht's. Nachdem die Gyms so lange zu waren, habe ich einfach nur trainiert, so viel es geht. Mein Sommer 2021 von Alisa. Okay. Alisa, das ist kein Disrespect, aber bevor hier noch jemand geiert. Bierpong auf der Rialto-Brücke in Venedig. Oha, cooles Bild. Oh, das ist halt wirklich ein cooles Bild. Das ist wirklich nice. Oha, einfach der Allerechte, Bruder. Hungriger Hugo hat geschrieben, kann nicht zählen, deshalb 2 wäre ein Lebenstraum, damit in deinen Stream zu kommen. Ey, Mann, da ist er. Hungriger Hugo, Alter. Mit den schönen Adiletten sogar im Babyblau. Mashallah, Bruder. Mashallah. Oha. Dieser Pool, Digga. Und sogar der Flamingo. Und sogar noch so ein Filter drüber auf Good Lifer angelehnt, Alter. Wo hast du das Bild her? Auf Tumblr oder was? Hugo, mein Lieber, lass dir gut gehen, Mann. Ich hoffe auch, dass es in den Niederlanden gut war. Das erste Mal Dia gehittet in Valorant. Wann bist du dran, Sascha? Corona-Party, Charterpack war auch diesen Sommer heiß begehrt. Ja, Diamond 1 ist ein Rank für Loser. Also, den Rank habe ich geskippt. Und hier Feltins V+. Was ist das? Kuruba? Und was ist das? Ein Corona-Test, glaube ich. Ja, das ist ein Corona-Test. Ja, das beschreibt, ich glaube, ich den Sommer echt, das ist echt das Starterpaket. Entweder mit der Clique draußen gewesen und gefeiert, Hunter x Hunter geschaut oder vorm PC gehockt und einsam den Entspannten gemacht. Tornade den Entzündo. Nice.
Ich kann euch eins sagen, das ist ein richtiger Atze. Und ich kenne ihn nicht, aber ich sage euch eins. Du schreibst freitags um 14 Uhr in die Gruppe rein, Jungs, was machen wir heute Abend? Und ich sage euch eins, ich glaube, er ist einer der Ersten, der reinschreibt um 14 Uhr eins. So sieht er für mich ein bisschen aus. Ich glaube, bei ihm gibt es nicht dieses, ich kann nicht kommen. Ich glaube, er ist immer da. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, gibt er mir so Feelings davon. Late Night Talks mit meinen besten Freunden, auch wenn am nächsten Tag man zur Schule musste. Das ist deep. Das Foto ist auch sehr deep. Mit Freunden treffen draußen und labern. Fühle ich. Ist in diesem Sommer bei mir untergegangen tatsächlich. Hatte ich nicht oft. Wir hatten schon gute Sommer im Freundeskreis, wo wir uns sehr oft getroffen haben. Auch draußen irgendwo. Diesen Sommer oft im Office. Wobei, nee, oft ist ab und zu im Office. Entspannt am Sonntag am Strand und dann am Abend zu sehen, dass Sascha wieder kein Pünkt. Auch deep. War dieses Jahr seit 10 Jahren wieder im Urlaub in Italien, Rimini, mit meiner Freundin. Oh, mate, mein Beileid. Nach 10 Jahren wieder im Urlaub. Okay, das ist insane, Mann. Also das Foto auch sehr schön. Sonne geht unter. Auch wieder blau in Orange, Mann. Hier noch, ich glaube, ja, paar Boote, paar Schiffe, paar Yachten. 10 Jahre kein Urlaub, ist echt mies lang. Also, Favu, ich hoffe, dass es sehr, sehr geil war und dass du nach 10 Jahren das ordentlich genießen konntest und abschalten konntest. Ich habe endlich meinen Traum verfolgt und hart für 2 MTB-Rennen trainiert und auch ziemlich gut abgeschnitten. Mein ganzer Sommer bestand dementsprechend aus sehr viel Training. Sehr befreiend für den Kopf. Ja. Manche trainieren für ein bisschen Befreiung im Kopf, manche gehen dafür auf den Balkon. MTB. Okay, das heißt einfach Mountainbike-Rennen oder was? Du fährst anstatt mit dem Rennrad irgendwo lang, fährst du mit dem Mountainbike, um dann zu gucken, ob du Erster bist oder nicht. Ziemlich gut auch abgeschnitten, das freut mich. GG, Mann. Gruß und Gruß, danke für die Einsendung. Mit das Schönste, was ich diesen Sommer erlebt habe, Niklas war in Rom. Da stand ich tatsächlich auch schon und jeder sagt es und ich kann es auch nochmal bestätigen, man denkt es halt größer. Es ist wirklich nicht insane groß, ne? Aber gutes Foto auch. Also die Stadt gefällt mir wirklich sehr gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Bulli-Treffen immer wieder schön. Bananengang am Start. Oder was ist Bulli-Treffen? Mate, ich habe keine Ahnung, was Bulli-Treffen ist. Bananengang am Start. Okay. Ach so, wegen dem Campern und so. Jetzt, okay. Mate, ich hoffe, dass beim Bulli-Treffen nice war, dass die Bananen euch geschmeckt haben. Danke für die Einsendung. Mein Sommer mies am Flexen auf Bruder. Was ist das denn? Also, manche Zuschauer habe ich echt das Gefühl, auch Underswitch oder die Eltern. Das ist wirklich ein weird Flex, Mann. Auch guck mal, wie hoch er ist, ne? Erik, Junge. Mit dem Besten. Ach, Erik. Ist das unangenehm? Ist das unangenehm? Oh, ey, Mann. Ey, Mann. Die Alpaka-Wanderung mit meiner Schwester war nice. Bruder. Alter, die Pollen-AG hat anders gekickt, aber bei beiden, Alter. Holy shit, Mann. Alpaka-Wanderung habe ich auch mal gemacht, kann ich jedem empfehlen. Alpaka-Wanderung macht wirklich Bock. Kann man machen. Mit 10 Freunden nach Italien, 5 sind mit dem Fahrrad 800 Kilometer dahin gefahren, die anderen 5 mit der Bahn. Der Urlaub war nach 2 Jahren mal wieder dringend nötig. 800 Kilometer mit dem Fahrrad? Hä, wie lange fährt man da? Okay, also wenn du 4 Tage fährst, 200 Kilometer im Schnitt. Dicker, wer fährt 200 Kilometer pro Tag, Mann? Das war so grob der Sommerurlaub von einigen. Hallo und Traum. Ey, danke für die ganze Einsendung im Chat. Sehr korrekt. Hat mich sehr gefreut zu sehen, dass ihr ein bisschen unterwegs wart. Auch an die, die nicht unterwegs waren, dass die vielleicht auch eine coole Zeit bei sich daheim hatten.